Es ist kein guter Auftakt in die neue Börsenwoche, denn die Ergebnisse des EU-Gipfels vom Ende der vergangenen Woche werden mit Ernüchterung zur Kenntnis genommen. Und jetzt fragen sich viele, ja, warum sollen wir jetzt eigentlich ausgerechnet zum Ende des Jahres nochmal Aktien kaufen? Wir können auch nach und nach unsere Bücher schließen. Und deswegen zieht es den DAX jetzt nach unten um 93 Punkte oder 1,6% auf 5.894 Zähler. Aber die kurzfristig orientierten Anleger hier an der EUWAX, die Privatanleger, die sagen sich, na, eine technische Gegenbewegung, die könnte es schon nochmal geben. Vielleicht heute im Tagesverlauf, vielleicht auch erst morgen. Wir gehen mal rein in die Call-Optionsscheine und die Long-Zertifikate auf den deutschen Aktienindex. Und dieses Verhalten zieht jetzt den EUWAX-Sentiment-Index, der also diese Stimmung anzeigt, hier an der Börse Stuttgart auf plus 45 Punkte nach oben. Aber ist es denn eigentlich so wichtig generell, was viele jetzt tun, über die Frage zu philosophieren, kommt eine Jahresendrallye oder kommt sie nicht? Kommt diese Weihnachtsrallye oder eben nicht? Denn es ist eigentlich viel wichtiger, das Vertrauen an den Märkten zurückzugewinnen, dass sich die Börse stabilisiert, dass die Volatilität, die Schwankungsbreite, also insgesamt die Nervosität ein wenig zurückkehrt. Und das dürfte ein hartes Stück Arbeit sein, das wir jetzt in den kommenden Wochen zu erledigen haben, aber dann auch natürlich im nächsten Jahr. Aber es macht natürlich Spaß, über das Thema Weihnachtsrallye zu philosophieren, deswegen tun dies viele. Es wird allgemein nicht erwartet, dass eine solche kommt. Aber möglicherweise gibt es ein bisschen Windowdressing von den institutionellen Anlegern. Das heißt, Positionen werden hier aufpoliert, damit die eigene Performance etwas besser aussieht. Verkauft man die Schwachstellen in den Portfolien und legt sich noch ein bisschen was von den Aktien zu, die sich in diesem Jahr gut entwickelt haben. Und das könnte dann bei einzelnen Werten natürlich schon auch nochmal zu Ausreißern führen. Das ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen. Stärkster Verlierer heute im DAX ist abermals die Commerzbank-Aktie, die aktuell um 3,1% nachgibt auf 1,26 Euro. Ja, die Commerzbank leidet unter den hohen Kapitalanforderungen der EU-Bankenaufsicht. 5,3 Milliarden muss sie hier noch irgendwie auftreiben. Das allein ist jetzt nicht unbedingt die Überraschung. Das war vermutet worden in diesen Regionen. Aber es gibt jetzt die Meldung, dass der Chef der Euro-Bankenaufsicht gesagt hat, also Freunde, bitte keine Kreditklemme verursachen. Bitte nicht, um eure Ergebnisse hier aufzupolieren, keine Kredite mehr an die Mittelständler vergeben. Das werden wir nicht zulassen und das setzt den Kurs weiter unter Druck. Privatanleger halten sich in diesen Tagen ohnehin von der Commerzbank eher fern. Wenn es um Banken geht, konzentrieren Sie sich auf die Deutsche Bank.